Es ist ein kleiner Schock für Brasilien. Kurz vor der anstehenden Fußball-WM stuft die Ratingagentur Standard & Poor's die Kreditwürdigkeit der Südamerikaner herunter. Somit bewegt sich die Bonität Brasiliens nur noch knapp oberhalb des Ramschniveaus. Über die Hintergründe möchte ich heute sprechen mit Ralf Wiedmann von der Vermögensverwaltung Advertum. Herr Wiedmann, wie begründet Standard & Poor's die Herabstufung Brasiliens? Also die Begründung von Standard & Poor's ist aus meiner Sicht etwas dünn. Man weist auf bestehende Haushaltsrisiken hin und auf eine, sage ich mal, gebremste Konjunkturerwartung, also begrenztes Wirtschaftswachstum in den nächsten beiden Jahren. Die brasilianische Regierung hat natürlich postwendend gekontert und hat gesagt, das ist haltlos. Im Jahr 2013 wird es mit fundamentalen Daten auch dementsprechend unterlegt und Brasilien war innerhalb der G20 sicherlich im Jahr 2013 einer der Wachstumslokomotiven, das muss man ganz klar so sehen. Außerdem gibt es in Brasilien oder gab es in Brasilien einen Primärüberschuss, sodass eben auch die Verschuldung nur bei 57% des Bruttoinlandsprodukts lag. Also im Prinzip ein Musterknabe, wenn wir uns die europäischen Partner hier angucken. Von dieser Seite aus ist es schon etwas verwunderlich, warum Standard & Poor's so in die Kerbe haut und das als Begründung heranzieht. Nun ist es aber auch so, in wenigen Wochen richtet Brasilien die anstehende Fußball-WM aus. In 2 Jahren finden die Olympischen Spiele ebenfalls in Brasilien statt. Das heißt, momentan fließt das meiste Geld in Prestige-Projekte. Viele Kritiker meinen nun, das viele Geld sollte besser in die Infrastruktur investiert werden. Erweist sich die WM gerade als Bürde eher für Brasilien? Für Brasilien ist die Situation sicherlich schwierig, weil es den Brasilianern eigentlich nicht gelungen ist, die Bevölkerung mitzunehmen. Also der Spagat letztendlich zwischen extrem reich und der armen Bevölkerung, der Spagat ist zu groß und wird immer größer. Deshalb gibt es natürlich auch Unruhen in Brasilien. Also ich sage einfach mal bildlich muss man oder stelle ich mir das so vor, es werden irgendwo Brücken gebaut, irgendwo in der Pampa, aber letztendlich gibt es dort noch keine Straßen. Und diese Wahrnehmung haben die Brasilianer und deshalb ist es sicherlich extrem schwierig für Brasilien, das positiv zu verkaufen. Die Unruhe nehmen zu, ganz klar, aber auch die Vergabepolitik natürlich einer FIFA oder eines Internationalen Olympischen Komitees muss man sicherlich hinterfragen. Leisten kann sich Brasilien diese Großveranstaltung, das ist keine Frage. Aber die Probleme, die daraus entstehen, sind nicht zu unterschätzen. Sie haben es am Rande nun bereits angesprochen. Im vergangenen Jahr stieg Brasilien zur 7. Volkswirtschaft der Welt auf. Was lief zuletzt jetzt dennoch schief, dass man eine solche Herabstufung hinnehmen muss? Also der Gegenwind oder der Wind, den alle diese Länder im Moment verspüren, sprich Emerging Markets oder auch die BRICS, dass natürlich die Gelddruckmaschine USA den Fuß zumindest mal vom Gaspedal nimmt, zwar nicht wirklich auf die Bremse tritt, das spüren alle, darunter leiden alle, das ist ein großes Problem. Liquidität geht aus den Märkten raus. Die Währung wird massiv abgewertet. Also man kriegt importierte Inflation. Auch da kämpft die Notenbank dagegen. Also die brasilianischen Daten an sich verändern sich schon. Das Umfeld dreht sich. Nichtsdestotrotz, glaube ich mal, hat Brasilien eben genug Handlungsspielraum, um eben die Situation auch zu stabilisieren, um dann auch die Binnenkonjunktur anzukurbeln und eben auch Kaufkraft bei der Bevölkerung zu implementieren. Nun ist es aber auch so, dass der brasilianische Aktienmarkt zuletzt deutlich unter Abgabedruck geriet. Der BovSpar fiel wieder unter die Marke von 50.000 Punkten. Ist der brasilianische Aktienmarkt für Anleger derzeit überhaupt noch einen Blick wert? Das ist für mich die Frage, würde ich gerne so beantworten. Das kommt auf den Anlagehorizont und auch auf das Risikoprofil des Anlegers an. Also wenn wir mal zurückgucken vor 4 Jahren, wenn ein Euro-Investor investiert hat, dann hat er heute eine schwarze Null, ist er nur ein Jahr später eingestiegen, dann hat er aus Sicht des Euro-Investors heute 50% Minus gemacht. Also die Märkte sind extrem volatil. Die Märkte kaufen sich schnell selber hoch, wenn Liquidität reinfließt. Genauso schießen sie dann in den Keller. Also die Volatilität ist hoch. Aber ich halte es für sehr gewagt, sage ich jetzt einfach mal, Brasilien nicht auf dem Radar zu haben. Und für den Investor, der drin ist, der sollte im Moment Brasilien sicherlich auch die Stange halten. Und der über den Tag hinaus plant, Brasilien hat Rohstoffvorkommen, Brasilien hat Devisenreserven, die Verschuldung ist überschaubar. Also ich sehe durchaus Chancen für Brasilien. Ralf Wiedmann von der Vermögensverwaltung Advertum aus Stuttgart, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.